Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Chrono Trigger. Ich muss gerade nachschauen, wieder wo die Sewers sind. Ich glaube, da müssen wir jetzt wieder durch dieses Areal. Ich glaube, da kommen wir mit dem Speedeasy durch. Ja, scheiß drauf. Bei dem ganzen Geld, das wir da haben, sind mir die 500 halt egal. Okay, ich konnte bisher jedem Gegner ausweichen, aber. Gut, selbst den bin ich ausgewichen. Ja, mir egal. Okay, den konnte ich jetzt nicht ausweichen, aber. Bei denen konnte ich ja nur. Magie einsetzen, oder? Geh unten rum. Ja, okay, habt ihr ruhig für 5 Sekunden euren Spaß. Wie werdet ihr mit dem Lightning Spell weggefetzt? Ich habe auch nur einen KP. Hat sich ja voll gelohnt. Aber den müssen wir jetzt auch mit normalen Angriffen klein kriegen. Oder? Ja, etwas zu laut. Das war sogar dort hinten, ne? Ja, komm, bei dem mache ich auch mit Lightning 2 kurzen Prozess. Also. Die, denke ich, kriegen wir sehr schnell klein. Wir können jetzt auch diese, ja, diese Siegeltruhen oder was auch immer das sind, abmachen. Weil das konnten wir ja vorher nicht. Aber jetzt können wir das. Ich weiß ja, wenn wir mit denen sprechen, gibt es einen Kampf. Ja, die wollen hier einen Kampf provozieren, ne? Muss mal kurz schneiden, Leute, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Na komm, lassen wir den Gegner hier auch für 2 Sekunden ihren Spaß. Die würde ich auch so down kriegen. So. Hoffe ich zumindest. Hey, selbst Chrono kann ihn nicht one-hitten, ne? Aber wann war das letzte Mal, dass wir einen Waffenshop hatten? Ja gut, ich muss jetzt auch noch erstmal. Wie zur Hölle kommen wir hier weiter? Wisst ihr was? Ich schau gerade kurz nach. Bis gleich. By the way, Leute, ich habe eine ja, kleine Vermutung, wie es weitergeht. Aber zuerst möchte ich hier bei diesem Portal mir hier die Sachen hier gönnen, wenn wir schon hier sind.
Wir können jetzt auch diese ganzen Truhen öffnen, da die versperrt waren. Ich habe auch gesehen, dass wenn man die jetzt zum Beispiel ja, halt in der Vergangenheit anklickt, aber nicht aufmacht, dann kriegt man in der Zukunft bessere Versionen von denen. Was ja doch ganz cool ist, finde ich. Und ich denke, wir müssen jetzt zum Protodome. Und zwar scheint, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sewers noch einen Hintereingang zu haben. Und ohne Scheiß, ich wüsste nicht, was sonst da von mir verlangt wird. By the way, da war ja keine dieser versiegelten toten Türen, oder? Ja, und wenn, dann haben die wahrscheinlich schon geöffnet. Nebenbei, wir haben auch einige Sachen, die wir ausrüsten könnten. Ja, keine Ahnung. Wenn, dann bräuchte aber Luca was Neues. Wir sie ja schon seit Ewigkeit nicht mehr im Team. Weil halt Anna und irgendwer, der zwingend dabei sein musste, da konnte ich sie einfach nicht mitnehmen, ne? Ich hatte halt immer mal dabei, weil ich sie halt zum Heilen brauchte. Auf jeden Fall, wenn ich es richtig. Wenn meine Vermutung richtig ist, dann ist hier irgendwo noch ein Gebäude, das zu denen führt. Hä, hey, what? Nein. Was? Wie soll ich dann sonst da hinkommen? Ist gleich. So, also ich schaue jetzt hier nochmal nach, ne? Und ich weiß auch, dass hier diese Tür noch ist. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren, weil ich glaube, das sind auch noch geile Items. Okay, wir haben die schon. Gut zu wissen. Ja, dann lasst mal zum 10. Mal in die Sewers gehen. Ey, ohne Scheiß, das regt mich gerade voll auf. Och, ich muss da durch, wollte mich verarschen. Sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, sind wir wieder hier zum 10. Mal heute. Mann, ist das spaßig. Aber ich glaube, das hat irgendwas mit diesen seltsamen Spalten am Auge zu tun. Weil es ist so dumm, dass ich 10.000 Mal beim Ende der Zeit war und kein einziges Mal mich geheilt habe, ne? Ich wollte einfach nur schnell wieder hier hin. Weil das nächste Mal, wenn ich beim Ende der Zeit bin, werde ich ja doch safe heilen. Ja, das ist hier diese seltsame Spalte. Ne? Da kann man wirklich durch. Was bringt mir das? Und ganz ehrlich, das sieht man überhaupt nicht, was davon richtig ist. Hat das einen Weg weiter oben geöffnet? Ich meine, es ist ja super, dass das jetzt offen ist, ne? Aber was bringt mir das jetzt? Ist die Frage, ne? Sag mir bitte, dass da hinten jetzt irgendwas ist.
Ohne Scheiß, was bringt mir die Scheiße? Nichts. Ich schneide nochmal. WTF. Man kann da dahinter. Ich muss die Scheiße nochmal... Ja, okay. Ich weiß ja, wie es jetzt geht. Ohne Scheiße, diese Ansicht macht es aber auch unmöglich. Fast. Ich habe mich schon gefragt, wofür ist die Tür? Ah, drück auf den Knopf, so dass die Dinger sich öffnen. Quack. Ist ein bisschen weit weg. Und unten ist der schöne Frosch. Kommt jemand? Lass uns gehen. Quack. Ich hasse diese Scheiße. Hi. Du brauchst erstmal einen Mitäter. Die Magie ist so stark, ne? Was auch schon. Typ hat so getan, als wäre voll krass, aber da ist der größte Lappen hier. So, können wir jetzt gehen? Ey, ohne Scheiß, ich hoffe, dass wir jetzt für den Rest des Parts nicht mehr schneiden müssen. Ich bin jetzt locker eine Stunde an dem Part schon. Old Sword. Das ist safe schlechter, ja. Weil, falls wir jemals hier wieder hin müssen, ist es geschafft. Wir können endlich mit der Story weitermachen, Leute. Hat ja nur 10 Jahre gedauert. Dieses ganze Herumschneiden, ne? Bitte, stört nicht meinen Schlaf. Okay. Auf jeden Fall ist hier diese Tür. Hä? Diejenigen, die diese Tür geöffnet haben. Ich bin Balthasar. Einer der Gurus, die im Königreich Ziel gelebt haben. Ein großes Desaster in Ziel hat mich irgendwie in diese Ära gebracht. Zu meiner Überraschung existiert Lavos hier. Und, wie ich es mir gedacht habe, in anderen Zeiten... Ebenfalls. Vor Ionen ist Lavos vom Himmel herabgestiegen. Als ich ja, tief in ja, den Kern der Erde gegraben so, ne? Und hat damit begonnen, so die Energie unseres Planeten ja, zu konsumieren, um stärker zu wachsen. Lavos ist auf einmal ist ganz kurz
Schwundene, als er von einem allmächtigen, Zauberer, der beschworen wurde, ne, der in Galia gelebt hat, ne, im Jahre 600, in 1999 hat Lavos diese Area für sich beansprucht, ne? Und regiert vom Gipfel vom Death Peak. Lavos macht damit weiter, sich zu vermehren, so, ne? Ein riesiger Parasit, ne? Ist dabei, unsere Welt zu konsumieren. Konnte ich gerade eben da drin stehen. Ja, dazu gezwungen, hier zu leben, habe ich versucht, weiter Recherchen über Lavos zu betreiben, ne? Aber nun bin ich dabei, alt zu werden. Und es ist unmöglich, irgendwie mental gesund zu bleiben, ne? In diesen Zeiten so, ne? Also bevor ich komplett meinen Verstand verliere, ne? Werde ich all meine Daten hier speichern, so, ne? Und auch meine ultimativen Kreationen. Wie sehr ich es doch vermisse, nach Hause zurückzukehren. Aber I have grown frail. Also du, der diese Tür geöffnet hast. Ich werde diese Sachen in deine Hände legen. Nur indem du die Zeit selbst meistern kannst, dann kannst du auch eine Chance gegen Lavos haben. Ja, die Chancen sind nicht sehr hoch, ne? Aber du bist der wahre Held, so. Die Welt liegt in deinen Händen. Öffne nun die letzte Tür und nimm, was du dort findest. Meine letzte Erfindung. Meine Flügel der Zeit. Jo. Das muss die Erfindung sein, von der Balthasar gesprochen hat. Wow. Das ist großartig. Wie kann man, wie unterscheidet man, das Vordere und das Hintere? Muss ich jetzt noch. Ich habe davon ein bisschen was in dem Let's Play geschaut, deswegen weiß ich ungefähr, was man hier machen muss. Ne? Ich wusste halt nur nicht, wie man über die Sua gelangt. Habe ich euch erschreckt? Ich bin es, Balthasar. Ich habe meine Erinnerungen in dieses Ding hier kopiert. Was denkt ihr? Auf jeden Fall, es gibt etwas, das ich euch erklären muss. Und zwar, wie ihr durch die Zeit reist. Drückt den Y-Knopf, durch die Zeit zu reiten. So mit L und R könnt ihr eine Ära auswählen. Oh, und bevor ihr geht, warum tut ihr nicht... die Zeitmaschine benennen. Ich denke, wir bleiben beim Standardnamen. Springt auf. Ja, okay, ich wollte ihn nicht nochmal wissen. Ey, Alter, wir haben schon seit 10 Minuten nicht mehr geschnitten. Ich habe was nicht verstanden. Ach so, ich muss da... Ja, okay. Ja, komm, gehen wir. Wir gehen jetzt erstmal ins End of Time. Ich will nämlich heilen.
Und danach will ich euch etwas zeigen, weil ich auch gesehen habe beim Nachschauen, und zwar eine kleine Szene in Chronos Zeit. Bewegen uns in Warp-Geschwindigkeit. Ist so mächtig. Erstmal pennen. Nein, ich brauche keinen. Ja, sorry, Frog. Nur hier, um schnell zu heilen. Heute gehen haben wir etwa 13 Stunden. Ich dachte gerade, da wäre ein Layer-Problem. Ja, komm, gehen wir auf die Epoche. Deswegen ist dieser Weg hier, ne? Full Speed ahead. Present. Ich will euch da noch eine kleine Szene zeigen, bevor wir dahin gehen, wo wir eigentlich hin müssen. Ich bin aber jetzt nicht bei Medina Village, oder? Nein, bin ich nicht, oder? Nein. Okay, ich will euch nämlich was beim Schloss zeigen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie wichtig ist für später, aber ich mach's mal lieber. Allein schon, um es euch zu zeigen, weil ich es eigentlich ganz interessant fand. Ja. Ich weiß, der Part ist jetzt nicht der beste, ne? Ich bin jetzt auch nicht sehr zufrieden mit dem. Aber es gibt da manchmal auch so Sachen, die hasse ich an alten JRPGs. So, geschickt an denen vorbei. Prinzessin Nadja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, Prinzessin. Ich verstehe euren Schmerz, aber der König, ja, wirklich, interessiert es wirklich über sein. Ja, selbst wenn eure Mutter Königin Aliza, ja, von uns gegangen ist, ne, hat er ja den ganzen Tag gearbeitet. Niemand könnte das tun, das ist unmenschlich. Oh Kind, das ist alte Geschichten oder so. Erzähl mir mehr. Es wird vielleicht schwer sein. Naja, Königin Alizas Umstände, ja, sind auf einmal ja ziemlich schlechter geworden. Sie wollte unbedingt den König ein letztes Mal sehen, aber er konnte nicht die Zeit finden, um ja vorbeizuschauen. Er hat gesagt, er hätte noch Arbeit zu tun. Aber ohne ja irgendwas über den Tod zu wissen, habt ihr die ganze Zeit an der Seite eurer Mutter gewartet. Aiza passed away in sorrow. Es ist so, als hätte der König sie indirekt getötet. Was eine Schande. Was? Getötet meine Mutter? Aber was weiß ich? Es gibt Gründe für alles, nicht wahr? Nun, ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Bitte geht und besucht mal den König. Allein schon für das bisschen Story hat sich ja schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Oh, Nadja.
was möchtest du? Ich werde deiner Bitte nicht nachgehen. Es ist deine Schuld, dass du das Schloss verlassen hast. Und dass du diese Handlums reingelassen hast. Da kannst du auch gleich in Straßenecken um Brot betteln. Ja, ohne Scheiß, der Typ, der regt mich so auf. Ich will dir mal am liebsten einen reinhauen. Hör auf, das sind meine Freunde. They are disgrace to this family. Vater, du interessierst dich mehr um das Land als um mich oder Mutter. Was? Du hast Mutter umgebracht. Geh hier sofort raus. Ich möchte dein Gesicht nie wiedersehen. Digga, was ist dieses... Good riddance. Wir sind keine Familie mehr. Mach, was du willst. Ich würde dir mal ein bisschen an reinhauen. Na, auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal durch den Wald. Scheiße. Ich wäre jetzt Meisterin des Gegnerausweichens geworden. Also wird es nicht so schwer sein, hoffe ich. Oh, ich bin selbst dem Vogel ausgewichen. Hör auf, so da draußen zu bellen, du Hund. So, ob wir wohl heute noch ein bisschen Story-Progress machen können? Ja, das werden wir jetzt sehen. Wir müssen ja jetzt zu diesem Sky Island zurück. Zum Königreich hier, wo auch Magie und so erfunden wurde. Was, Middle Ages? Ja, doch, nein, nicht Middle Ages. Digga, was muss der Hund da jetzt andauernd bellen? Ich bin mitten in der Aufnahme. Wie ihr seht, da ist ja eine Barriere drumherum. Wir können also nicht damit durch die Zeit reisen. Auch nicht zum Ende der Zeit, ne? Wurde ja verriegelt. Power Seal. Okay, da müssen wir durch die Terra Cave. Also, war das schon vorher so vereist? Ich glaube schon, oder? Habe ich nicht sogar sowas wie, ja, dass ich selbst das Gefühl habe, dass mir kalt wird, wenn ich so in eisigen Orten bin, gesagt? Ich glaube, da war was. Ist das auch schon 2 Wochen her? Okay, die. Ja, okay. So von denen, ja, die nicht so... Ach, die nicht zaubern können, sind hier. Die verstoßen wurden. Widerlich sowas. Klar, lass mal... Ich will mir erstmal nicht zu viel kaufen.
So ist ja Angriff jetzt halbwegs gut. So. Ich denke, mit den neuen Waffen können wir arbeiten. Oh, scheiße, wir sind schon bei 30 Minuten. So, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Süß.